Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Stefan spielt. Heute mit Das Vermächtnis, Stammbaum der Macht, in dem wir Familien in Frankreich des 18. Jahrhunderts spielen und versuchen, eine möglichst große und mächtige Familie zu gründen. Ja, wir fangen an. Jede Familie oder jeder Spieler bekommt einen Stammvater oder Stammmutter sozusagen einer Familie. Und man kann sich raussuchen, ob man als Frau oder als Mann spielt. Und das bestimmt gleichzeitig, mit welchen Ressourcen man anfängt. Das ist für Männer und Frauen auch unterschiedlich. Warum, seht ihr dann gleich noch im Verlauf des Spiels. Dann sagen wir mal hier, der Schwarze fängt als Mann an und passenderweise der rosa Spieler als Frau. Aber natürlich gäbe es auch hier die Möglichkeit, als Mann zu spielen. Gut. Ja, wie schon gesagt, die Karte bzw. das Geschlecht und die Farbe, mit der ihr anfängt, bestimmen, was ihr für Ressourcen am Anfang bekommt. Zum einen bekommt dieser Spieler hier 6 Freunde der Familie, dann ein Einkommen von 2, ein Startkapital von 6 und zusätzlich einen roten Aktionsstein. Auf der anderen Seite kriegen wir 5 Freunde, nur ein Einkommen, was bei Frauen, glaube ich, in dem Spiel typisch ist, dass sie ein Einkommen weniger haben. Dafür haben die ein höheres Startkapital, nämlich hier von 8 und einen blauen Aktionsstein. So, das Spiel geht insgesamt über eigentlich 3 Generationen. Man gründet aber auch die 4. Generation schon. Und hier seht ihr quasi auf dem gemeinsamen Spieltableau den Ablauf, erste Generation, zweite Generation, dritte Generation mit den einzelnen Runden. Und ihr seht, die Runden werden auch immer länger, also 2 Runden für die erste, 3 für die zweite und 4 für die dritte. So, genug der Vorrede, fangen wir mal direkt an. Also erste Runde und der rosa Spieler, Ladies First sozusagen, darf mal anfangen. So, was brauchen wir als allererstes? Wir schauen mal, was wir für Freunde auf der Hand haben. Achso, was ich vergessen habe, jeder Spieler bekommt noch einen Beistand einer berühmten Person. Hier John Law, der einem schon mal so ein Ziel vorgibt, ein Geheimnis. Also die Karte kennt sonst niemand. Hier zum Beispiel gibt es 9 Siegpunkte, wenn man mindestens ein Einkommen von 7 am Ende des Spiels hat. Und zusätzlich noch 2 weitere Ziele, die man erfüllen kann, wenn man will, beziehungsweise die man annehmen kann, wenn man will, muss aber nicht. Ja, also Hauptziel ist erstmal hier mindestens 7 Einkommen zu generieren. Gut, damit wir eine große und mächtige Familie werden können, braucht man natürlich erstmal einen Ehemann, damit wir auch Kinder kriegen können, weil ohne Kinder wird das Ganze schwierig. Daher ist in der Regel eine der ersten Aktionen, die man macht, zu heiraten. Ne? Das ist schon mal ganz praktisch. Jeder Spieler hat pro Runde 2 Aktionssteine plus eventuelle Sonderaktionen, die er noch machen kann, zusätzlich zu dem Ganzen. So, dann schauen wir mal. Man heiratet in der Regel jemanden aus seinem Freundeskreis. Ja, also man schaut, was für Freunde hat man auf der Hand. Und was haben wir denn hier? Den Sohn des Finanzministers. Der bringt einem nochmal 2 Siegpunkte, wenn die Familie bereits mindestens einen Titel besitzt. Und hier Maxim, der Schatzmeister, plus 2 Siegpunkte für jeden weiteren Russen. Also hier oben seht ihr immer die Herkunft von der Person. Das hier sind Franzosen zum Beispiel, haben wir relativ viele hier. Dann Preußen und hier Russland. Und auf der Karte seht ihr zum einen, was eine Hochzeit kostet mit dieser Person, also mit Männern ist es meistens, zahlt man da drauf, bei Frauen bekommt man oft eine Mitgift, aber das hängt auch immer ein bisschen davon ab, bei manchen muss man auch was bezahlen. So, also das kostet die Hochzeit mit dieser Person, das bringt sie mit in die Ehe, also in diesem Fall plus 3 Einkommen zum Beispiel, und das ist eine zusätzliche Eigenschaft, die noch in Kraft tritt in dem Moment, in dem man heiratet. So, also der hier bringt 2 Einkommen und 2 Ansehen, finde ich ja, glaube ich, ein bisschen besser als das andere.
Jetzt könnte man natürlich noch überlegen, ob man sich vorher noch einen Titel holt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um einfach diese zwei Siegpunkte noch mitzunehmen. Ja, vielleicht machen wir das einfach mal. Ne? Also erste Aktion für Rosa. Wir erwerben einen Titel. So, ihr seht hier auf der linken Seite, es gibt für jede Generation drei Titel, die man erwerben kann. Und wir nehmen mal den hier. Da seht ihr hier oben die Kosten, also in diesem Fall 2 Gold und ich muss eine Freundeskarte abwerfen von meiner Hand. So, wen werfe ich denn da mal ab? Die klingt noch ganz interessant. Ich glaube, ich werfe mal die Margarete ab. So, auf den Abwurfstapel. So, den Titel muss man immer einem Ehepaar zuweisen oder einer Person, wenn die noch nicht verheiratet ist. So, ich bezahle noch die 2 Gold. Zack. Und dafür bekomme ich 2 Ansehen. So, das hat jeder hier auf seiner persönlichen Leiste. Das Ansehen wird sich nachher in Siegpunkte, also in Reputation, umwandeln. Da kommen wir noch zu. Gut, dann war es das auch schon. Die Aktionen werden immer abwechselnd durchgeführt. Dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Was haben wir hier? Als Hilfe, John Paul Jones, ein Marineoffizier, der will in der Generation 3 der Familie möglichst viele Franzosen haben. Ja, seht ihr hier wieder an dem Länderwappen. Zusätzlich will er noch Aristokraten haben oder Titel, wenn man möchte. Auch hier, wie schon gesagt, diese Karte ist geheim. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier zur Auswahl? Auch ganz viele Künstler. Also ihr seht immer, neben der Abstammung hat man hier auch den Beruf der Person. Also in diesem Fall hier Künstler, das ist ein Aristokrat, glaube ich. Das ist ein Handwerker. Ja. So, was haben wir denn so an Damen? Die bringt uns was, wenn wir noch einen oder eine Britin haben. Der bringt uns was, wenn wir noch einen Künstler haben. Aber wir haben nur die eine Dame. Das sind schon mal nicht so viel Auswahl. Aber es gibt hier auch im allgemeinen Pool noch Freunde, die man sich holen kann, sozusagen. Schauen wir doch mal. Die bringen aber auch nur was, entweder wenn man Kontakte knüpft. Das ist in einer Generation, also in der ersten Generation jetzt nicht so häufig. Später in der zweiten oder dritten ist das ganz praktisch. Aber das bringt nur was für die aktuelle Generation. Und die hier bringt einem Gold für weitere, was waren das? Ich glaube mal nachgucken, ich habe schon wieder vergessen. Einmal in die Regeln schauen. Was haben wir? Diplomaten. Das sind Diplomaten. Und sie bringt 2 Freunde mit in die Ehe. Gut, das ist jetzt nicht so viel besser als die, die ich auf der Hand habe. Das ist zwar ein bisschen schade, weil diese Extra-Aktionen sind natürlich sehr hilfreich. Aber da die Auswahl da jetzt auch nicht so viel besser ist, lasse ich das, glaube ich, und heirate einfach die Elisa. Genau, für die Aktionen, also ihr habt ja schon gesehen, es gibt hier oben Aktionsfelder. Da darf immer nur einer drauf sitzen. Und jeder hat noch persönliche Aktionsfelder, die sind bei jedem gleich. Das sind 4 Stück und da kann man sich beliebig oft draufsetzen. Und ich heirate jetzt. So, wenn ich heirate, es muss eine unterschiedlich geschlechtliche Ehe sein, es darf keine homosexuelle Ehe sein, weil sonst wird das mit den Kindern nachher schwierig und war damals ja auch nicht so üblich. Das nur mal angemerkt. So, also ich heirate die Elisa, die Poetin, und erhalte jetzt eine Mitgift von 3 Gold. Zusätzlich erhalte ich einen weiteren Freund der Familie und jetzt seht ihr bei den Freundeskarten, da haben wir mal ein Beispiel, achso hier direkt nebendran. Wenn der Kopf schwarz ist, heißt das, ich ziehe vom Stapel. Ist der Kopf weiß auf dieser Freundeskarte, heißt das, ich nehme mir jemanden aus der Auslage. So, Franzosen will ich haben und ich habe nicht viele Frauen auf der Hand. Habe ich denn nee, Diplomaten habe ich auch keine. Ich glaube, dann nehme ich mal hier die Claire, die Förderin der Akademie, die ist für später bestimmt sehr hilfreich.
So, die Freunde werden nicht aufgefüllt. Erst wenn die Reihe hier leer ist, kommen neue Freunde dazu. Aber das sehen wir bestimmt noch. So, wenn man geheiratet hat, wie schon gesagt, man bekommt die Mitgift oder muss sie bezahlen. Man erhält das, was hier links auf der Karte zu sehen ist, und das, was rechts steht, passiert auch. In diesem Fall leider nichts, da es die erste Britin in meiner Familie ist. Und wenn geheiratet wird, kommt auch gleich ein Kind. Es gibt hier einen großen Kinderstapel, der bestimmt, ob es Männlein oder Weiblein wird oder ob es Komplikationen gibt. So, keine Komplikationen, das ist schon mal sehr gut. Und ihr seht, die Karte ist immer zweigeteilt. Hier oben ist die Kinderseite und so sind sie dann erwachsen. Aber wir fangen als Kind an, und wenn das hier lesbar ist, dann müssen wir es auch durchführen. Also in diesem Fall waren es Überraschungszwillinge. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich darf eine weitere Kinderkarte ziehen. Und noch ein Mädchen. Also zwei Mädchen. Die kommen jetzt in den Stammbaum eine Etage tiefer. Man braucht bei diesem Spiel ziemlich viel Platz pro Spieler. Also ich habe jetzt hier, seht ihr, da ist schon die Tischkante, habe jetzt hier nicht so viel Platz und das würde auch nicht reichen, aber zum Zeigen reicht es, weil so viele, bis zum Ende spiele ich es eh nicht und von daher passt das schon so. Gut, also haben wir gleich mal Glück gehabt, zwei Kinder bekommen. Dann können wir hier drüben weitermachen. Dann ist der rosa Spieler wieder am Zug. Der rosa Spieler heiratet jetzt auch, beziehungsweise die Spielerin. Und die heiratet den Viktor. So, der Sohn des Finanzministers. Das kostet 5 Gold. Die kommen weg. So, dann bekomme ich plus 2 Einkommen aber dafür. Das ist schon mal sehr gut. Und plus 2 Ansehen. Und weil ich bereits einen Titel habe, bekomme ich auch nochmal plus 2 Reputation. Also Reputation ist nachher die Siegpunkte. So, das heißt hier auf der Leiste auf die 2 und bin gleich mal in Führung. Natürlich gibt es auch hier direkt Kinder. Schauen wir mal. Und wir haben einen Sohn. Sehr schön. Ein gesunder Junge, das ist doch schon mal was. Gut, als nächstes ist wieder hier der schwarze Spieler an der Reihe. So, was haben wir denn? Also, wir haben das Kinder bekommen. Ich könnte natürlich noch ein drittes Kind bekommen. Also zwei Kinder sollte man schon mindestens in der ersten Generation haben, sonst wird es nachher ein bisschen eng. So, was könnte ich noch machen? Also ich könnte Kinder bekommen. Ich könnte zwar selber nicht mehr heiraten, aber ich kann schon für meine Kinder eine Ehe arrangieren. Das kann man auch schon in der Runde vorher machen, ist jetzt aber vielleicht am Anfang noch nicht so zwingend nötig. Ich kann Freunde um Geld bitten. Wenn es nur ein bisschen Geld ist, ist es nicht so schlimm. Wenn ich mehr Geld brauche, dann kostet mich das schon Reputation. Also dann mögen mich die Leute nicht mehr so und sagen, das ist ein armer Schlucker. Und wenn ich ganz viel Geld brauche, dann verliere ich auch noch den Freund dazu. Also muss eine Freundeskarte von der Hand abwerfen. Oder ich kann Kontakte knüpfen, ja, mir neue Freunde holen, und zwar hier aus der Auslage. Wer mehr Geld hat, kriegt auch mehr Freunde, ne? Ist klar. Genau, einen Titel erwerben kann ich nicht mehr aktuell zumindest, weil das der andere Spieler schon belegt. Dann kann ich einen Fruchtbarkeitsarzt anheuern, um noch mehr Kinder zu kriegen. Da aber jede Frau nur 3 Kinder kriegen kann, solange die Karte nichts anderes besagt, wäre das jetzt ein bisschen übertrieben, weil hier ziehe ich 2 Kinderkarten, das will ich gar nicht. Genau, ich kann ein Herrenhaus erwerben, ein Unternehmen gründen und ich kann eine Aufgabe annehmen. Klingt doch super, weil ich habe einen roten Stein vom Anfang an. Mit dem roten Stein darf ich auch nur die rote Aktion machen. Also nehme ich mal eine Aufgabe an. Die ist jetzt öffentlich. So, und ich möchte die Royal Navy stärken. Die Marine des britischen Weltreichs kämpft gegen Piraten und sichert die Kolonien. Jetzt brauche ich mindestens 2 Engländer in meiner Familie und muss dann 2 Gold an die Bank zahlen. Und dafür bekomme ich aber 5 Reputation und jeder Mitspieler verliert ein Einkommen, weil er die Navy finanziell dann unterstützen muss. Das klingt doch schon mal sehr gut. Das ist ein guter Auftrag, zumal ich ja glücklicherweise eine Britin geheiratet habe. Dann macht das Ganze ja auch Sinn.
So, was machen wir auf der anderen Seite? Da könnte ich jetzt mit dem blauen Stein den Fruchtbarkeitsarzt anheuern. Allerdings kostet der 2 Gold und ich habe nur noch eins. Kann ich also diese Runde nicht machen, ist aber nicht so schlimm. Der bleibt mir noch eine weitere Runde erhalten, weil erst am Ende einer Generation, wenn ich den nicht benutzt habe, geht er weg. Und die Generation 1 hat aber 2 Runden, von daher ist alles gut. Ja, dann bin ich einfach mit Rosa fertig, weil ich kann nichts mehr machen. Meine 2 Aktionen habe ich gemacht und mit der Sonderaktion, die kann ich gerade nicht machen. Also zurück zum ersten Spieler, zum schwarzen Spieler, das ist der zweite, ja. Der sagt sich, gut, ich brauche Engländer in meiner Familie, um die Royal Navy zu stärken. Und da liegt ein Engländer. Und das ist auch ganz praktisch, dass ein Mann ist, weil ich habe ja nur Töchter bekommen. Also, das heißt nur, ne? Brauche halt Männer, um sie zu verheiraten. Gut, dann wähle ich die Aktion Kontakte knüpfen. So, jetzt könnte ich entweder nichts bezahlen und einen Freund bekommen. Oder 2 Freunde bekommen für 1 Gold oder für 2 Gold 3. Und man muss dazu sagen, ihr seht, es liegen 4 Karten hier. Wenn ich 3 nehmen würde, ja, dann bleibt nur einer liegen. Einer darf nie alleine sein. Ja, Freunde wollen nie alleine sein. Das heißt, derjenige, der die vorletzte Karte bekommt, bekommt automatisch auch die letzte und es wird aufgefüllt. Und ich würde mal sagen, in dem Fall gebe ich die 2 Gold aus, weil dafür bekomme ich 4 Freunde statt 3. Das ist doch ein Schnäppchen. Dann nehmen wir sie alle. Zack, auf den Stapel und jetzt, wo keine mehr da sind, wird auch wieder aufgefüllt. So, dann kommt Pierre, dann kommt die Nathalie, lauter Franzosen, das ist gut für den schwarzen Spieler. Der will ja möglichst viele Franzosen haben, allerdings erst in Generation 3, also eine Generation später, die Veronique, Miguel, der Astrologe und die schöne Isabella. So, damit ist diese Runde fertig und am Ende einer Runde gibt es Einkommen. Ja, also hier ist auch ganz schön nochmal erklärt, was immer passiert. So, beim Thema Einkommen schaut man auf die Einkommensleiste und so viel, wie man da stehen hat, bekommt man als Einkommen. Also hier 3 und auf der schwarzen Seite 2. So, dann wechselt der Startspieler. Und die zweite Runde kann beginnen. Gut, also natürlich kommen hier die alle wieder runter. Rosa kommt runter. Die Sonderaktionen kommen, die Steine kommen einfach weg in den Vorrat. Und dann kann es weitergehen. Schwarz ist an der Reihe. So, ich würde sagen, ich nutze das gleich mal aus. Was kann denn der Robert, der Entdecker. Freunde um Geld bitten, ohne die Aktion zu wählen, wenn mindestens noch ein Engländer in der Familie ist. Ja, das ist ja super. Ja, den nehmen wir doch gleich. Also, Schwarz heiratet nicht selber, sondern arrangiert eine Ehe für eine seiner 2 Töchter. Und das heißt, ich muss jetzt sofort das Geld bezahlen oder bekomme das Geld sofort, was hier steht. Ist in dem Fall leider null. Und ich drehe die Karte rum, als wäre sie quasi auch ein Kind, weil das ist er ja auch noch. Noch sind die beiden nicht erwachsen, aber in der nächsten Generation werden die dann gleich heiraten. Das war es auf dieser Seite. So, da Rosa jetzt wieder Geld hat und da die Aktion, wenn sie diese Runde nicht genutzt wird, verfällt, würde ich sagen, wir nutzen sie und heuern den Fruchtbarkeitsarzt an. So, das heißt, ich muss einen Freund, ach so, muss einen Freund aufgeben. Das sind aber alles Aristokraten. Aristokraten funktionieren eigentlich ganz gut zusammen. Weil die hier gibt mir nämlich Gold für andere Aristokraten in der Familie. So, die bringt mir Siegpunkte, wenn ich viel Geld habe. Und der bringt mir viel Geld. Die sind also, ja, vielleicht besorge ich mir dann auch erst noch ein paar Freunde und knüpfe ein paar Kontakte.
So, und wie viele möchte ich denn? Also die Veronique ist schon mal ganz praktisch, weil die gibt mir eine Zusatzaktion. Der Pierre gibt mir auch eine Zusatzaktion, und zwar eine rote. Das ist auch nicht schlecht. Und der ist auch nicht so teuer, ihn zu heiraten. Freibeuters Tochter? Nee. Einkommen ist auf jeden Fall gut. Ja, ich glaube, ich nehme mal zwei Freunde. Das heißt, ich gebe eins aus und nehme diese beiden. So, oder gebe ich zwei aus, dass ich noch einen habe zum Abwerfen. Warte, was haben wir denn? Was will ich machen? Ganz kurz überlegen. Wenn ich die verheirate, ne, ich will die verheiraten. Ja, das ist gut. Ne, das lassen wir so. Und zwar ganz kurz zur Erklärung. Ich kann die mit meinem Sohn nachher verheiraten, kriege eine Sonderaktion, und wenn ich Glück habe, liegen noch alle drei Karten da, und dann würde ich gerade für statt zwei Freunde alle drei Freunde bekommen, weil ja wieder einer nicht alleine liegen darf. Und das darauf zähle ich jetzt einfach mal, dass das so klappt. So, gut, Schwarz ist wieder an der Reihe. Der hat die eine Tochter schon verheiratet. Genau. Die Eigenschaften von dem Robert zählen jetzt, also die hier unten stehen, die zählen jetzt noch nicht, solange sie noch nicht wirklich verheiratet sind. Aber ich habe natürlich schon einen Engländer in meiner Familie, das heißt, ich kann das schon nutzen. Und ja, das mache ich auch direkt mal. Das ist keine Aktion. Ich zahle zwei an die Bank. Also das hätte ich auch vorher schon machen können. Ich habe halt noch nicht dran gedacht. So, bekomme dafür 5 Reputation und jeder Mitspieler verliert ein Einkommen. So, da habe ich also, das ist eine der wenigen Karten, wo man mal die anderen negativ beeinflusst. Gibt es nicht so viele in dem Spiel. Aber das ist auch ganz schön böse, so ein Einkommen zu verlieren, das macht schon was aus. So, also die Royal Navy habe ich gestärkt, die Aktion ist abgehandelt. Genau, und jetzt habe ich noch meine eigentliche Aktion. Ich habe relativ viel Geld. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ein Herrenhaus erwerben. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Also, ich gebe 3 Gold aus und muss einen Freund abwerfen. Was brauchen wir denn? Der bringt Einkommen. Wissenschaftler, haben wir einen Wissenschaftler? Oh ja, wir haben einen Wissenschaftler. Also, so, jetzt seht ihr auch was. Der ist ganz gut, wenn man noch einen Wissenschaftler hat, bekommt man nämlich eine blaue Aktion. Die Claire ist eine Französin, die möchte ich nicht wegwerfen. Da kriege ich eine grüne Aktion, wenn ich noch einen Künstler habe. Und da kriege ich was, wenn ich ein Herrenhaus habe. Ich glaube, dann werfe ich den hier. Werfe ich den ab oder den anderen? Den Stalljungen. Ach komm, ich werfe den Stalljungen ab. Ach nee, der ist Franzose. Ja, nee, dann werfe ich den ab. Einen Polen, den wollen wir diesmal ausnahmsweise nicht. So, genau. Ein Herrenhaus gibt, im Zweispielerspiel gibt es nur 3 Stück. Also die Anzahl von Unternehmen und Herrenhäusern, die man erwerben kann, das hängt auch immer von der Spieleranzahl ab. So, und auch das Herrenhaus wird jetzt einer Familie, also einem Ehepaar zugeordnet. Und eigentlich ist das relativ egal, wo es genau landet. Aber das wird der Stammsitz meiner Familie. Die gründe ich quasi dort. Und das bringt mir 2 Ansehen, wenn ich so ein schönes großes Haus habe. Okay, zurück zu Rosa. So, jetzt kann ich den Fruchtbarkeitsarzt anheuern. Dahin kostet mich 2. Und einen Freund, da werfe ich, glaube ich, sie hier ab. Die anderen sind dann doch zu gut, und bis ich mal 12 Gold habe, das ist eher unwahrscheinlich. Mit ihr wird es natürlich wahrscheinlich, aber da kriege ich plus 3. Oder werfe ich den Maxim? Ne, ich werfe den Maxim ab, der ist mir zu teuer mit 7. Das kriege ich nicht auf die Reihe so schnell. Also weg damit. Also jetzt will ich mein Einkommen hochkriegen auf, was war's? Mindestens 7. Ach, verdammt.
Nee, komm, dann behalte ich den Maxim und werfe die Sophie ab. So. Gut. Fruchtbarkeitsarzt anheuern. Genau. Das heißt jetzt, dass ich zwei Kinderkarten abhandeln darf, allerdings der Reihe nach. Und das ist unter Umständen wichtig. So, was haben wir hier? Ein hübsches Lächeln. Diese Generation, jedes Mal, wenn du Freunde um Geld bittest, erhältst du ein Gold zusätzlich. Das gilt allerdings erst für die nächste, weil noch ist es ja ein Kind und dann ist der Text verkehrt herum. Und eine zweite Karte. Ah, Komplikationen bei der Geburt. Ja, das ist so eine Karte, die ist wirklich so der einzige Kritikpunkt sozusagen an diesem Spiel, weil das ist schon fast zu realistisch sozusagen, wenn das passiert. Es war natürlich damals nicht unüblich, dass Frauen oder Kinder gestorben sind bei der Geburt, aber es ist natürlich, ja, man muss es abkönnen, sag ich mal, ne? Dass so eine Karte kommen kann. Ist nicht jedermanns Sache. Aber gut, wie schon gesagt, das war damals eben so und von daher ist es durchaus gerechtfertigt, so eine Karte auch im Spiel zu haben. Auch wenn es ein Spiel ist, kann das ja mal ernst sein. Gut, also was heißt das, Komplikationen bei der Geburt? Das heißt, ich muss mir jetzt raussuchen, möchte ich, dass das Kind stirbt bei der Geburt oder möchte ich, dass die Mutter stirbt bei der Geburt? Also was heißt möchten? Aber ne, ich muss mich halt entscheiden. Da die Mutter aber quasi meine Startperson ist, kann die niemals sterben. Das heißt, ich muss das Kind wählen in dem Fall und das heißt, für die zweite Karte bekomme ich einfach gar nichts. Der einzige Vorteil sozusagen, den das mit sich bringt, wenn sowas passiert, ist, für diese Generation ist das das einzige Mal, dass das passieren kann. Ja, also würde ich jetzt in der ganzen Generation weitere Kinder bekommen, und würde wieder eine Komplikation ziehen, dann darf ich die einfach abwerfen und eine neue Karte ziehen. So, aber für dieses Mal ist es eben so passiert. Gut, machen wir weiter. Schwarz auf der anderen Seite hat nichts mehr, hat keine Steine mehr zur Verfügung. Das heißt, Schwarz ist fertig, aber Rosa hat noch einen Stein, also direkt wieder zurück. So, bekomme ich jetzt noch ein weiteres Kind oder was mache ich? Nee, ich glaube, ich mache das mit der Veronique und verheirate die, also arrangiere schon mal die Ehe mit meinem Sohn, um dann nachher die Freunde einfach zu kriegen. So, das heißt, ich bekomme ein Gold. Zack. Und ansonsten erstmal noch nichts, das kommt jetzt gleich. Okay, das ist das Ende der Runde. Das heißt, es gibt erstmal wieder Einkommen für beide Familien. Hier zwei. Und hier auch zwei. Und ihr seht, wenn man nicht aufpasst, kann das Geld in dem Spiel echt knapp werden. Ja? Also man muss auch immer gucken, dass man auch Leute heiratet, die Einkommen in die Familie mitbringen oder eben ein Unternehmen gründen und dadurch das Einkommen erhöhen. Okay, so. Das ist jetzt aber nicht nur das Ende der Runde, sondern das Ende der Generation. Und das heißt jetzt noch zwei weitere Dinge. Zum einen bekomme ich Siegpunkte für Ansehen, das ich habe. Also dieser Spieler hat ein Ansehen von 2, das heißt Schwarz kriegt 2 Reputationen, also Siegpunkte. Und Rosa hat sogar ein Ansehen von 4. Und so schnell kann man wieder aufholen. Ja, also das Ansehen, wenn das Ansehen am Anfang des Spiels gleich hoch ist, das ist richtig stark. Aber man braucht halt auch Geld und nicht nur Ansehen. Von daher ist immer so ein Trade-off und man muss gucken, dass man beides kriegt. Gut, zusätzlich für jedes Kind, das ich bekommen habe, also das die nächste Generation bildet, bekomme ich auch ein Ansehen auf diese Reputation. Entschuldigung. Also auf dieser Seite habe ich 2 Kinder bekommen. Das heißt, 2 Reputationen für Schwarz. Und hier habe ich ebenfalls 2 Kinder bekommen. Das heißt, Reputation auch 2 für Rosa. Und dann geht es mit der nächsten Generation weiter. Gut, wenn ihr noch sehen wollt, was am Anfang einer Runde passiert und wie das Ganze in der zweiten Generation weitergeht, könnt ihr euch gerne meinen zweiten Teil noch anschauen. Aber für jetzt würde ich sagen, hören wir einfach am Ende der ersten Generation auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.